Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlacht mit Level 2, The Age of the Ring Mod. Gestern ist uns ja das Spiel abgeschmiert, was irgendwie lustig war. Auf jeden Fall, ich muss mal kurz meinen Mix einstellen, so dass ich mich besser höre. Auf jeden Fall war das nicht ich absichtlich, sondern einfach, es ist einfach abgeschmiert das Spiel, aber das ist bei so alter Software ja leider nicht unüblich. Und ich habe gedacht, wir tun mal dieses Battle of Azanubiza. Wir tun den Kampf mal da machen und schauen, was das ist. Wir machen mal easy. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Das ist das Schlimme. Der schaut mir eher so nach dem Kampf bei Moria aus, von dem Bild her. Wisst ihr, was ich meine? Da vorne dieses riesige Tor, das erinnert mich aus dem Film, wo sie kämpft haben. So, okay. Was ist das jetzt? After Smaug took the Lonely Mountain King for, decided to reclaim the Dwarf Kingdom of Khazad-dûm. Das ist Moria! Khazad-dûm! But an army of orcs led by Azog the Devil had got there first. Okay. So orcs outnumbered us 3-1. We have scattered and 4 has been cut off. Valentine is holding out and we speak, but how for how long? Ah, guck, ich komme mit meiner eigenen Armee jetzt her, oder was? Wow. Zwei Divisionen. If we have a chance of victory, we will have to relay our forces. Haben wir das schon mal gemacht? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben das schon mal gemacht, kann das sein? Oh, warte mal. Es kommt mir auf jeden Fall sehr schon mal gemacht vor. Haben wir das schon mal gemacht? Ich weiß es nicht. Trains Health. Okay, also ich muss Train irgendwie retten. Wir holen uns mal Leben. Oh, fuck. Ja, wenn da überall Orks herkommen, ich kann auch nichts. Wir müssen hier umlaufen. Bin ich schon falsch gelaufen, also haben mich die Orks eher auf dem richtigen Weg geführt. Los geht's, Jungs! Fuck, jetzt schon bei 65. Alter, wie soll ich es denn schon schnell zum Train schaffen? Ich hab schon wieder vergessen, wo zur Hölle die ganzen Punkte sind. Brauchen die Division. Valin wäre stolz auf uns. Zieht die eine zurück. Yo! Alter, wie soll ich denn so schnell zu dreien kommen? Was ist denn das? Ich bin gleich fertig. Fünfer 40. Alter, was warten die von mir? Tor ist auch schon halb tot. Ah. What the fuck? Was kommt da? Das war's. Ich bin verwundet. Yo! Ich weiß nicht mal, was das für eine Attacke ist, also von daher. Oh fuck, die wäre schlau gewesen. Alter, das ist uncool. Was für ein hässliches Pack. Alter, das wäre jetzt so richtig peinlich, wenn ich jetzt noch sterben würde. Aber ich glaube, das habe ich. Das haben wir jetzt relativ gut unter Kontrolle. Selbst Train, okay, habe ich geschafft.
Okay, jetzt müssen wir kurz heilen. We may yet lose focus. Mir kommt das sehr bekannt vor. Also mit den Vorposten ausschalten, das sind überall Einheiten, das kommt mir sehr bekannt vor. Dass wir da eh schon tausendmal verzweifelt sind. Also lassen wir erstmal, destroy all Ork camps in the area. Lassen wir uns erstmal unsere Einheiten heilen. Heroes gain 50% damage, passive power. Ah, passiv. Geil. 50% mehr Power, das ist gar nicht doof, wenn wir drei Helden haben. Und nur zwei Divisionen, dann sollten wir eher auf die Helden gehen. An eure Waffen gleich fertig. Schau mal, wie viele Divisionen habe ich denn noch? Brechen wir auf. Drei, auf gut. Also habe ich noch alle drei Divisionen. Oder vielleicht ist es auch eine der anderen Divisionen und ich habe alle eigentlich anderen verloren. Das könnte auch gut der Fall sein. Ron Temporary gains 75% Magic Damage and 100% Armor. Das ist cool. Niemand versteckt sich vor. Das ist Heals nearby friendly Units. Das ist mega gut. Und das ist Slams Ground Knocking Back Enemy Units and Dealing Heavy Damage to Structures in a Small Radius. Ouchie. So, was ist das hier? Give Targeted Friend Troops Experience Left Click Icon. Okay, damit kann ich sozusagen Erfahrung geben. Valentin empowers a friendly hero, granting them 50% armor, 50% faster experience gain and 75 faster power recharge times. Das ist böse. Wenn ich das auf 3 gebe, dann kriege ich diesen Slam 75% schneller wieder und er ist besser geschützt. Okay, jetzt müssen wir mal herausfinden, wie wir zu welchem... Kommen wir da am besten irgendwie da? Warte mal, da ist ein Weg hoch. Das schaut mir so nach dem richtigen Weg aus. Das ist jetzt wieder so. Hoffentlich funktioniert, hoffentlich. Okay. Da ist auf jeden Fall mal ein. Reinlaufen. So. Wie lange warten wir denn noch? Scheiße. Mach direkt mal hier Vollpower rein. Yo! Wie war das? Auf 3. Wo ist 3? Da ist 3. Alter, ich brauch die scheiß Power jetzt. So, jetzt. Tu es. Zwing dieses Pack in die Knie. I will kill you. Something's coming. Mein Gott, ich verliere langsam die Geduld. Das kann ich verstehen, mein Freund. Balin muss man hier kurz. Der Trein muss man kurz raus hier. Meine Axt wird schwerer. Ich kämpfe an euch. Heil dich mal kurz da. Die anderen sind gut dabei. Modifier. Bleibt hier. Die kommen ja so oder so wieder. Niemand versteckt sich vor einem Zwerg. Ich wusste, dass das passiert. An eure Waffen! Nimm du dir mal den vor, wenn sich die Helden den Rest vornehmen. Ich hab gleich eine Division verloren. Fuck. Das war natürlich jetzt ungut. Aber wir haben schon mal ein Heer besiegt. Was macht das hier? Modifier Spell. Torin Niver Allies gains Resistance to Knockback. 75% Armor, 20% Speed and crush enemies for a short time. Das ist natürlich böse. Das ist böse. Meine Axt ist hungrig. Okay, das hat sich auch schon wieder. Wir müssen jetzt richtig taktisch vorgehen, weil jetzt haben wir wieder eine Division verloren.
Und ich glaube nicht, dass das einfacher wird mit jedem Dorf. Das ist echt uncool gerade. Hätte echt erwartet, dass das einfacher wird heute. Aber nein. Wie lange warten wir denn noch? So, come on. Im Hintergrund konnte eben meine Vögel hören, die sind jetzt ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, hinter mir. Der riesige Käfig, das ist für meine Vögel. Und ja, jetzt schauen wir, dass wir das hier alles machen. Ich brauche diese, dies direkt am Anfang. Sobald wir das hatten, war alles um einiges besser, weil sie halt voll auseinander gescattert waren, geschädigt waren. Mit dem hier können wir natürlich auch richtig mal gut reinhauen. Der Spell ist nicht schlecht. Und den müssen wir dann auch relativ gut anwenden. Aber ich will den Spell unbedingt haben, genauso wie den Heilspell. Weil ansonsten kommen wir da gleich nicht durch, gescheit. Ansonsten sind wir am Arsch. Aber die Helden geben richtig gut Damage. Doch den 50% Buff noch. Ist das schon eine Leckerei, ne? Ist das schon eine Leckerei? Ich weiß nicht was, ich speichere das jetzt mal. Safe. Ihr seht schon, ich habe hier Spezialmission, nenne ich das jetzt. Spezialmission. Weiß nicht, was da passiert ist, aber safe. Sieht schon 0,42, da habe ich noch die Ammonien versucht zu machen. Das war unangenehm. Und dann habe ich, weil ich habe gedacht, okay, vielleicht eine neue Story-Missions raus. War es nicht, Also, ich wollte eine Bodenstation haben, wo, was war die? Jetzt bin ich bei Bodenstation. Das ist schon wieder ein komplett anderes Spiel. Ich war aber... voll aus dem Ding. Ich wollte schauen, ob neue Mission, die Story weitergeht. Und ich habe mich in der letzten Mission schon wieder so verhakt beim Frodo nach vorne bringen oder heimlich wegbringen. Da gab es irgendwie auch Bugs, dass wenn du falsch gedrückt hast, war er trotzdem sichtbar, obwohl er unsichtbar war. Und boah, das war anstrengend. Und dann herauszufinden, dass es keine neue Mission gibt. Yay! Okay, lass uns mal vorrücken. Ich glaube, mittlerweile sollte alles da sein. Gut, nee, wir campen gar nicht. Was haben wir denn eigentlich noch? Object, Script, okay. Geil! Haben wir irgendwo Einheiten übersehen vielleicht? Missing Script. Das ist natürlich toll jetzt, wenn die Teile fehlen. Aber wir haben wieder eine Division mehr und das an Bogenschützen. Wir suchen jetzt mal, ob wir hier irgendwo noch Einheiten finden. Kommen schon irgendwo noch Divisionen? Vielleicht hätte ich hier irgendwo noch Einheiten finden können. Das Problem ist halt, du weißt nie, wo die sind. Du hast ja auch keinen Hint. Also es ist eher so bonusmäßig. Also ich glaube, du brauchst teilweise die Soldaten sogar. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich 3 hatte letztes Mal. Komm mal da hoch. Und wenn ja, was kriege ich da oben? Da geht's echt hoch. What the fuck? Komm, irgendeine Division hier oben noch. Das wäre jetzt mega geil. Nee, ist bloß ein anderer Weg, wo ich... Ah, da komme ich ans hintere Dorf als erstes wahrscheinlich. Und laufe halt hier rein. Ah, ich denke hier rein... Obwohl, da laufe ich genau dazwischen. Warum sind eigentlich meine Bogenschützen vorne? Komme ich da ungefähr an derselben Stelle raus? Oh ja. Und direkt. Meine Geduld ist am Ende. Nein! Hallo! Von mir aus gerne! Direkt mal die Fernkampfeinheiten ausschalten. Die Geduld.
Ich hätte sie fast gehabt. Seid frohen Mutes, Zwerge. Mal heilen. Nochmal Experience an jeden. Genau, Baruch Kasat, macht die mal alle fertig, kommt. Die kriegen gerade richtig auf die Schnauze. Wo ist Thorin? Nein, Thorin. Hoch, 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 hoch. Schaltet die Vision so schnell wie möglich aus. Alter, die kriegen ja trotzdem noch Damage ab. Weil die werden sich jetzt auf die anderen Einheiten voll konzentrieren. Wir nutzen jetzt im Grunde deren Schwäche aus. Ich weiß gar nicht, was die jetzt vorhaben, aber in der Zeit können sich die anderen heilen. Von mir aus gerne. I do not believe we have met. Ich kämpfe an eurer Seite. Die kommen jetzt von hinten. Jetzt laufen wir nach unten. Just point them out, lad. Das war jetzt eine doofe Strategie von denen. Meine Axt ist hungrig. Schalten wir die da unten schnell aus. Einfach ausschalten. I do not believe we have met. I don't believe we have met now. Seid frohen Mutes, Zwerge. So. Jetzt schauen wir mal, jetzt nur noch das letzte ausschalten. Und wenn dann noch weitere Missionen kommen, dann werden wir wahrscheinlich die Folge teilen. Also müssen wir erstmal wieder kurz heilen. Und schauen, dass wir alle Teile kriegen. Dieser Zwerg ist bereit. Das heißt, wir geben kurz das mal an jeden. Heilung. Sind nicht die Division auch wieder voll aufgeheilt. Und es fehlt noch ein kleines Dorf. Skriptbonus. Das ist halt wichtig. Es wäre jetzt wichtig zu wissen, um was es da geht, aber Skript fehlt. Also für die Entwickler, nächstes Mal bitte schauen, dass die Skripte da sind. Ich verstehe nicht, was ich da tun soll teilweise. Also ich mache jetzt alles so nach Freischnauze. Und ich wette, ich hätte irgendwo wahrscheinlich noch weitere freundliche Divisionen, von denen ich nichts weiß. Ach, das war... Das war der jetzt auch, ja. Das wäre wahrscheinlich sogar am Ende richtig wichtig gewesen, zu wissen, dass sie da sind. Ich weiß es. Aber Level 5? Geil. Damit kannst du natürlich nochmal richtig reinmetzeln. Und am Anfang den Troll auszuschalten ist gleich auch gar nicht so unwichtig, weil der kann richtig uns an den Bodendivisionen Damage machen, während die Front halten eigentlich. Und wenn wir dann den schön ausschalten, dann läuft wieder gut. Ich glaube, das können wir aber abwarten, oder? Wenn wir jetzt reinrennen, können wir heilen. Dann ist der Rabe auch bald fertig. Knallen voll durch, Rabe einsetzen. Das brauchen wir nicht mehr. Aber wir haben Baruch Kasat auch gleich fertig. Dann tun wir doch mal das Volk noch ausrotten. Come on, move! 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 Come on! Da dürfte auch nicht mehr so viel sein. Mal direkt sich auf die. Das ist die Frage, kommt von hinten die Vision oder nicht? Weil das ist eh ein kleines Dörfchen. Das war die Taktik sogar gar nicht doof. Schalte du mal den. Das war gleich gar nicht eine doofe Taktik, was ich da gemacht habe. Schau, wir haben nichts einsetzen müssen. Die waren richtig easy diesmal. Oh, was ist jetzt los? Mission Skript Dwalin. Oh! Neue Divisionen. Mission Skript Dain 01. Toll. Hey, no touch in the helmet. Hey, don't call me Iron Fit for naught. Was ist da? Missing Skript. Das ist. Ah, das regt mich auf. Das wären genauso Sachen, die ich jetzt dringend bräuchte, um die Infos zu kriegen, um was es geht. Jetzt tue ich halt nach Freischnauze arbeiten. Aber wir haben Divisionen, die sogar richtig hoch gelevelt sind. Jetzt. Also das hier sind natürlich... Lecker. Weißt du was? Wir geben noch schnell den Experience. Und ich glaube, das tippt... Ja, schauen, Level 3.
gelevelt. Schau mal, was haben die. Die hier. Powerful Attack can cause Meta Impact. Da ist Dvalin, ja, mein Freund, der ist da. Dvalin. Jetzt tun wir einen kleinen Kampf ausführen, hä? Was ist jetzt los? Oh, wir müssen jetzt. What the fuck, jetzt leckt's! Rein da! Das heißt nichts Gutes. Holy shit, Bots. Wir müssen uns jetzt schnell positionieren. Dankeschön. Als ob noch mehr Divisionen kommen, ich glaube sie kommen. Skriptboard-Timer. Was denn für ein Timer? Yo! Jetzt bin ich wütend. Oh fuck, wir werden da voll überrannt. Zusammenziehen. Mach die nochmal auf den auf. Komm, mach mal schnell. Was ist denn jetzt? Was passiert jetzt? Ich weiß nicht, was los ist. Oh. Da kommt der weiße Ork. Kann ich da jetzt irgendwie interferieren oder ist das jetzt eine Was geht jetzt ab? Die heilen sich alle währenddessen? Ist der Rest jetzt eigentlich noch meine Concern oder nicht mehr? Der Rest ist wahrscheinlich wieder Skriptshow oder sowas. Gott, komm du nochmal runter. Komm du nochmal runter. Das kriegst du richtig mal hier Damage drauf. Geil, jetzt hab ich... Ah! Jetzt hab ich ihn natürlich nicht geheilt. Das war's. Ich bin verwundet. Nein! Die freien Völker haben versagt. Ich habe ihn übersehen, aber ich habe doch geheilt. Scheiße. Wir haben so gut durchgehalten. So gut durchgehalten. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da.
In der nächsten Folge versuchen wir das nochmal von dem Punkt aus, wo wir gespeichert. Oh Gott, wir haben ganz hinten gespeichert. Oder wir dürfen uns auch mal durchkämpfen. Aber ja, ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.